Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play World of Warcraft Battle for Azeroth hier auf der Allianzseite mit unserem Dämonenjäger Grasugur. Und warum ich hier stehe, anstatt im Gasthaus von Buralos, wo wir uns das letzte Mal ausgelockt haben. Ich habe mal diese ganzen offenen Fragezeichen hier abgegeben und dann sind hier noch ein paar nette Quests entstanden, die wir dann uns jetzt mal diese Folge annehmen, bevor wir dann letztendlich hier hochgehen, wie ich das letzte Mal schon gemeint hatte. Ich bin immer noch hier auf dem DD-Spec, der hat mir jetzt bisher immer ganz gut getaugt. Sollte das jetzt weiterhin nicht so viele Probleme beim Questen machen, lasse ich den jetzt erstmal eine Zeit lang drauf. Es sei denn, ihr sagt mir, ihr hättet mehr Bock auf den Tank-Spec, dann gehe ich dieser Bitte natürlich nach. Ich muss jetzt erstmal hier Hühnchen. Ich bin außer Reichweite. So. Und dann haben wir natürlich wieder was zu kirschnern mit den Wölfen hier. Und der lässt sich auch unglaublich cool spielen, muss ich sagen. Okay. Da ist eine Weltquest. Beziehungsweise halt so eine. Weltereignis oder was auch immer. Da oben hätten wir auch noch einen Rare Mob. Den könnten wir auch machen. Oh ja, da muss man sich so. Da muss man so Selfies mit dem. Mit dem Tier machen. Warte. Und passt. Jetzt darf ich ihn auch töten. Ich muss nur ein Foto mit dem machen, wo er gut zu sehen ist. Das ist für diesen Gnom, der unten ist. Der möchte das von uns. Das müssen wir mit verschiedenen Tieren machen. Aber jetzt schauen wir erstmal gerade nach dem... Oh, das ist dieser Wasser-Rare-Mob. Der hat mich damals mit meinem Pala mal gekillt. Bin ich mal gestorben an der Stelle. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Das ist zu weit entfernt. Näher ran. Ah, es klappt deutlich besser. Da ist er nämlich schon down. Und er hat einen Ring gedroppt, das gefällt mir. Muss ich mir gleich mal angucken, den Ring. Ob er denn nicht vielleicht schon besser ist. Gerade in der Levelphase ist Umequipment immer ganz gut. Hier habe ich noch einen 192er, den ersetzt er mit Sicherheit. Mach mal das so. Dann haben wir hier noch eine Quest. Ah, den Wolf abbilden. Dann machen wir hier auch wieder ein Selfie mit dem. Pass mal auf. So. So. Reicht das? Jawohl. Sehr schön. Okay, dann hätten wir das. Da ist auch noch eine Quest-Mob und auch eine Quest selbst. Ah, da ist auch nochmal so ein Gnom in der Höhle, genau. Der führt uns jetzt auf so einen Schrottplatz mit seinen Quests. Da muss man nämlich jetzt diese Sachen hier untersuchen.
in der Nähe von diesen Schrottplatztieren. Und natürlich auch... Der Ramob da oben hat mich auch mit meinem Pala gekillt damals. Das ist so ein Maschinenhund. Ist auch nicht ganz so einfach. Gut, man muss auch sagen, ich habe mich damals, wo ich diese Gebiete zum ersten Mal gemacht habe und die Mobs nicht kannte, mich mit meinem Pala auch immer megamäßig blöd angestellt. Das war nicht feierlich. Einfach mal ein bisschen scannen hier. Das macht sich im Grunde fast von allein, diese Quest mit dem Scan. Einfach nur hier rumlaufen und ab und zu den Scan-Button aktivieren. Ein paar Schritte weiter kann man dann schon wieder neu scannen. Okay, gut, dann holen wir uns den mal runter hier. Ah, das ist so ein es war kein Hund, das war so eine Katze, okay. Der Säbelzahntiger. Ich gerade meinte, das war ein Hund, aber das war ja gar kein Hund. Desorientiert. Ja, ich glaube, das war damals mein Problem, weil ich mit dem Pala nicht so gut tanken konnte. Und dann habe ich durch das Desorientiert lauter Mobs angelockt, die ich einfach noch am Leben gelassen habe, weil mich mal zu voll war, den Rest zu killen. Jetzt war das natürlich easy going. Wenn man natürlich sagen muss, wenn man das Ganze schon kennt und das beim zweiten Mal macht, dann ist man darauf vorbereitet, dann ist das automatisch einfacher. Und dann haben wir hier auch neue Handschuhe. Was ist denn jetzt passiert? Ach, das ist eine Waffe. Oh mein Gott, ich dachte jetzt, das sind Handschuhe. Das will ich natürlich nicht austauschen, Alter. Okay. Dann mach mal was. Ah, aber ich habe schon meine Vorlagensammlung bekommen. Dann ist es doch gar nicht so schlecht gewesen, das kurz auszurüsten. Genau, ich muss noch fertig scannen. Das wollte ich machen. Das ist noch nicht bereit. Wie gesagt, die Scanner-Quest macht sich im Grunde von allein. Einfach nur mal kurz irgendwo was clearen, dass man ein paar Schrittchen gehen kann. Und dann so machen wie ich hier. Und dann ist er schon fertig. Und ich meine, man braucht ja diese kleinen Hündchen eh. Also kann man die ja einfach auf einem Gebiet mal kurz wegmetzeln und dann... Machen wir mal kaputt hier, der regt mich auf.
Ja, jetzt hat Knatzelfiddler nicht mehr so viel zu tun, wenn ich als DD selber ganz gut Damage mache. Jetzt ist meistens die Gegner schon fertig, wenn der kommt. Oh, lol. Wie habe ich denn das jetzt hinbekommen? Aber gut. Ah ja, das ist diese Weltquest. Die hatte ich, glaube ich, damals auch schon. Da müssen wir zum einen diese Holzdinger holen und dann diese... und diese... ich Blasendinger. Bin außer Reichweite. Wie halt einfach dieser Baumstamm im Weg war. Ernsthaft? Wie man Angriff einfach auf die Panzerung von der Schildkröte scheißt. Einfach trotzdem Damage machen. Ran. Ich wollte die Schildkröte gar nicht aggroen, aber die hat es scheinbar mit erwischt. Gut, dann kann ich auch nicht helfen, muss ich dich kaputt machen. So. Oh, dieser Hirsch. Was soll denn der Mist? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Den kann man wenigstens wieder kürschnen. Oh, die Hühnchen brauche ich auch noch. Hey, bleib stehen. So. Das ist zu weit entfernt. 60%. Der zieht schon ziemlich leicht Aggro von allem möglichen Zeug in der Umgebung. Auch wenn die Attacken nicht danach aussehen. Muss man echt oft aufpassen, wenn man da mal in einem gefährlicheren Gebiet ist. Dass man da allein als DD nicht doch noch zu viel Zeug pullt, was einen umbringen könnte. Ich muss näher ran. Die Schildkröte muss leider leiden, weil sie auch wieder angegriffen wurde. Ich muss noch von dem Geysir ein Foto machen, stimmt. Für den Gnom. Ich bin außer Reichweite. Jetzt machen wir erstmal das Weltereignis hier fertig. Und da haben wir es schon. Oh, das wollte ich nicht, sorry. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Weißt du, ich muss alle 5 Minuten automatisch Klefewerfen einsetzen. Das ist so ein Anfall von mir. Tut mir total leid. Oh mein Gott. Hühnchen, bleib stehen. Okay, und da ist dieser Geysir, wo ich noch fotografieren muss. Das ist eigentlich auch ziemlich easy. Man stellt sich da drauf. Und dann macht man praktisch mit dem auf dem Berg ein Bild von dem Berg. Und dann hat man es schon. So. Ich weiß zwar nicht, was an dem Foto so geil sein soll, aber
Und du musst den Gnom ja nicht verstehen, der mich hier... Da oben steht er übrigens. Das ist der Gute. Der steht übrigens so in Reichweite, dass er den Geysir locker selbst fotografieren kann. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen, aber... Willkommen in Tischfeders Resort! Was soll das? Wasserfall abgebildet. Oh Mann, es fehlt ein Foto. Jetzt geh weg. Diesen verdammten Wasserfall da hinten. Gut, da ist manchmal auch ein Rare-Mob in dem Wasser. Da ist er, der ist sogar gerade da. Den könnt man kurz legen, das ist so eine Schildkröte. Könnte man eigentlich gerade machen, wenn er eh schon da ist. Und ich habe schon wieder viel mehr Monster, als ich eigentlich möchte. Aber ich habe ja auch noch ein paar Attacken, die mir Schutz bieten. Aber das ist einfach so brutal, wie der kämpft. Das ist echt abartig. Ich muss näher ran. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. So, jetzt stelle ich mich am besten kurz raus. Fotografiere den Wasserfall. Und dann sind wir hier fertig. Dann kann ich tatsächlich nochmal zu dem zurück. Und auch die Fotoquest abgeben. Oh Mann, jetzt habe ich Aggro. Weil wieder irgend so ein Viech da war. So. Wie geht's? Wie steht's? Genießt euren Aufenthalt. Dankeschön. Und diese Kamera, die der mir gegeben hat, ist ein Schmuckstück. 218. Boah, 158. Wirklich? Okay. Dann haben wir hier unten Quests. Die habe ich natürlich nur kurz angenommen, um euch dann alle direkt alle Quests mit euch machen zu können. Dass wir da nicht mega die Zeit damit verschwenden, da erstmal alles abzugeben. So haben wir genüsslich Zeit, die direkt zu machen. Das war ja gerade bei dem Gnom mit den Fotos auch ganz gut, dass wir da gleich loslegen konnten. Und da oben liegt der Rare Bear. Der Rare Bear. Das Wort gefällt mir. Ich bin sicher nicht der Erste, der es gesagt hat. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das liegt so nah... Ich meine, das liegt... bei diesem Mob hier so nah, dass man den Rare Bear nennt. Dass ich sicherlich nicht der Erste war. Das sind Schulterplatten, so wie ich sehe. Die können wir auch gleich mal ausprobieren. Nein, Handgelenke. Okay. Ja, die sind deutlich besser, die Handgelenke. Dann machen wir hier mal... Was braucht man denn hier eigentlich? Ah, wir müssen diese... diese Eisklumpen da anklicken. Machen wir das doch mal. Ah ja. Wie sie halt einfach nicht drauf gehen wollen. Wie viel Leben haben die Dinger? Das kann ich nicht angreifen. So. Haben wir hier noch so einen Block? Oh Mann, lasst mich doch alle in Ruhe.
kann ich nicht angreifen. Nein, aber du kannst das Kirsch nennen. Was du auch jetzt tun wirst. So. Können den Beruf hier weiter ausbauen. Dann machen wir das wieder kaputt, holen uns die kleinen Viecher daher. Machen die 3 und die 4 und jetzt müssen aber alle tot sein. Es gibt ja nicht, dass die das überleben. Genau, so möchte ich das. Oh, der Felsblock, das sieht gut aus. Da ist nicht so viel außen rum. Dieser Hirsch wird mich aggro nehmen, aber ist nicht so schlimm. Kann man schon machen. Ah, haben wir die Kleinen auch gleich, dann machen wir die gleich mit. So, auch nicht ganz fertig. Was soll denn das? Jetzt brauche ich wirklich noch einen einzigen dieser Kristalldinger. Denn der hätte mich eh aggro genommen, den kann man auch, dann kann man ihn auch gleich angreifen. Dieser Wolf, ey. Der geht jetzt auch down. Und Kirschern werde ich ihn auch. So, den nächsten. Gefällt mir. Bringt gut. Der Wind Neuigkeiten? Ich weiß nicht, ob der Wind Neuigkeiten bringt. Ich kann nicht mit dem Wind reden. Und es wäre sehr weird, wenn du das könntest. Der Spur des Angreifers folgen. Das sind ein paar Spuren auf dem Weg, die man kurz untersuchen muss. Dann kriegt man immer weiter Hinweise, was dann hier passiert ist. Und letztendlich führt es uns wohl in diese Höhle da. Was wir in dieser Höhle wohl finden werden. Schön. Oh mein Gott. Komm, verpiss dich. Ich dachte, der ist auch schon tot gewesen. Aber scheinbar nicht. So, nächster Hinweis. Dann liegt hier noch ein Hinweis und dann sind wir wohl in der Höhle, würde ich sagen. Och, komm. Ich meine, ja, es ist Kirschner-Material, aber es ist halt auch unnötig, immer diese extra Viecher killen zu müssen. Und wen haben wir denn da? Ein Ettin. Einen ziemlich aggressiven Ettin, wie gemerkt. Das kann ich nicht angreifen. So, gut. Dann haben wir den auch schon wieder down. Das geht ja rackzack hier. Oh, den kann man kirschen. Eine coole Sache. Sehr schön. Und dann können wir das Ganze auch gleich abgeben gehen. Dann denke ich mal, werden wir hier unten fertig sein, soweit. Und vielleicht sogar unser Level Up haben. Das sieht nämlich auch ziemlich gut danach aus. Weil wir haben ja schon den Erholungsbonus immer noch aktiv vom Gasthaus. Und der macht halt schon einiges aus auch. Gerade bei so Quests, wo man echt viele Monster töten muss.
ist da eigentlich ziemlich viel immer drin. Und da war ja jetzt wirklich genug vorhanden. So, jetzt gehen wir erstmal da in das Haus, weil da am Rand steht nämlich der Dude, der hier etwas für uns hat. Und zwar hätte er... Oh, da ist ein Ring, der nur um eine Gegenstandsstufe besser ist als mein anderer. Oh, der ist aufgewertet, das gefällt mir. Dann nehmen wir doch den hier weg, dann haben wir da zwei Ringe, die über 220 sind. Und dann sind wir hier tatsächlich fertig. Ja, es gibt keine neuen Quests. Dann haben wir das. Dann fliegen wir jetzt noch da hoch, machen die 1. Was kann ich für euch tun? Und bei der 1 gibt es ja dann auch wieder Folgequests. Oh Gott, da wäre ja noch ein Flugpunkt, glaube ich, gewesen. Den habe ich jetzt nicht geholt vorhin, wo ich die eine Quest abgegeben habe. Müssen wir halt wieder hochlatschen, auch recht. Und das hat doch nicht ganz zum Level Up gereicht gerade. Aber ich denke mal, die Quests, die wir jetzt da oben machen, reichen fürs Level Up. Und dann haben wir hier 113 erreicht. So, jetzt sind wir erstmal hier angekommen. Jetzt müssen wir noch da hoch wieder reiten. Dann müssen wir einfach hier raus. Direkt gleich da hoch. Dann kommt da nochmal so ein Dorf, wo so Typen uns attackieren. Weil sie irgendwie voll aggressiv sind und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anzufangen wissen. Und die den Hungerlohn, den sie für ihre Minenarbeiten bekommen, an hilflosen Leuten auslassen müssen, die hier vorbeilaufen. Wobei, ich meine, alleine schon der Gedanke, dass hier so ein Dämonenjäger auf so einem grün leuchtenden Viech vorbeireitet, der zwei leuchtende Kleven auf dem Rücken hat, würde man da als Bergarbeiter drauf losgehen? Ich meine, so suizidgefährdet kann man doch nicht sein. Und das, so ist es ja eigentlich bei jedem Spieler, der hier vorbeikommt. Ich meine, jeder 110er, der hier frisch questet, hat wahrscheinlich schon genug Transmog, dass er richtig krass aussehen kann. Und dann kommen diese kleinen, gammeligen Minenarbeiter und stressen darum. Und das Fiese ist sogar, wenn man nicht richtig equipped ist und noch in der Levelphase oder so, dann sind die tatsächlich zu viert oder zu fünft so stark, dass sie dich tatsächlich platt machen können. Freund oder Feind. Was ja auch total krass ist. Jedenfalls ist doch hier bestimmt ein Flugpunkt. Ich meine, dass es hier einen Flugpunkt gibt. Da ist auf jeden Fall schon mal diese ganze Quests. Das sind zum einen diese Typen hier, da müssen wir 5 Stück finden, die so zusammengekauert sind. Und wir müssen diese Echsen da killen. Die holen wir uns doch gleich mal alle zusammen hier. Den hier. Dann sollte das eigentlich ziemlich schnell erledigt sein mit den Dingern. Aber da hätte man gleich mal 3 jetzt. Okay. Und Kirschen. Dafür muss immer Zeit sein, Leute. Zwei von 5. Haben wir denn... Da ist noch eine Echse. Dann haben wir da unten noch eine Echse. Dann haben wir da vorne noch welche. Die könnten wir noch holen. Machen wir hier mal den hier. Ich bin außer Reichweite. Gut. 3 Stück noch. Da wäre die hier und die ich hier. Ich muss näher ran. Okay. Oh, die will nicht mit mir kämpfen. Spinn ich oder was? Komm her jetzt. Ich
So, die Quest wird dann erledigt mit diesen Viechern. Es müssen nur noch diese zusammengekauerten Menschen finden. Da gibt es noch ein paar hier in der Gegend. Und da unten ist auch wieder dieser Rare Mob. Das ist nämlich auch so eine große Echse. Den kann man natürlich auch gleich noch mitmachen. Ah, das ist schön. Er nimmt mit den Agro. Und da ist das, wie gesagt, das Rare Mob. Okay. Oh, verfehlen stand da gerade. Schwinnig oder was? Ich hack den gerade voll zu Klump mit meinen Käfen. Okay. Das sind jetzt aber tatsächlich Handschuhe. Und keine Waffen. Während des Kampfes nicht möglich. Jetzt würde ich noch kämpfen. Ich weiß ja nicht, warum ich noch angeblich kämpfe, aber ich kämpfe halt nicht. Bin schon lange mit Kämpfen fertig. Das Viech nicht lange überlebt hat. Aber tatsächlich tue ich laut meiner Namensplakette tatsächlich noch kämpfen. Ich bin noch in Fight. Was soll der Müll? Jetzt bin ich nicht mehr in Fight. Jetzt kann ich meine Handschuhe ausrüsten. Vielen Dank. So, dieser nette Mann hier hat diese Quest hier für uns gehabt und der da draußen. Drostwar hält Stand. Ja, dann haben wir da drin jetzt auch wieder eine neue Quest. Klar zum Enden. Zwei sogar. Mast und Schotbruch. Und der hier hat noch eine. Okay, jetzt sind wir wieder voll ausgerüstet und alles auf einem Haufen. Das gefällt mir immer sehr gut. Dann kann man immer schön alles auf einmal clearen. Ach komm, mounten wir auf, bis wir da hochgelaufen sind. Na, nehmen wir die gleich mit hier, oder? Ich meine, da müssen wir ja eh hin. Machen wir sie alle kaputt hier. Das ist zu weit entfernt. Die Vögel befreien. Hier habt ihr nichts zu suchen. Auf unbefugtes Betreten steht der Tod. Glaube ich nicht. Ich meine. Oh mein Gott, ich bin voll am Arsch. Ich muss näher ran. Oh Gott. Ich habe ja kurz vor der Aufnahme nochmal das Zauberbuch nach einer Self-Heal-Fähigkeit für den DD gesucht. Und der hat irgendwie keine, der Demon Hunter. Dafür hat er lauter so Sachen, die ihm die Ausweichchance erhöhen oder seine... Oh verdammt. Wie gesagt, seine Ausweichchance erhöhen oder dass seine Abwehr gesteigert wird, aber so richtig, dass er sich heilt von irgendwas, hat er tatsächlich nicht. Das hat er nur im DD-Spektrum.
Aber gut, ich meine, jetzt so schlimm war es nicht. Ich bin auch gleich wieder da mit meinem Irrwicht. Das war schon in Ordnung. So. Dann machen wir gleich mal F und 4. Und Metamorphose. Dann dürften die auch gar nicht so lange überleben, dass sie mich töten können. Es ist eigentlich grundsätzlich immer mal nicht schlecht, immer die 5 reinzuhauen bei Notlagen. Und der hat halt auch eine Minute Cooldown. Ich bin außer Reichweite. Das war unser letzter Fehler. So. Die sind erledigt, dann machen wir noch einen Käfig auf. Dann sind da oben gleich noch zwei Käfige, soweit ich weiß. Ne, einer ist da scheinbar nur. Ja, okay, auch recht. Jetzt pass mal auf, jetzt holen wir uns die alle. Machen hier mal schön AOE-Action. Erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Käfig, glaube ich. Ah ne, zwei brauche ich. Den hier und noch einen. Okay, wo ist noch ein Käfig? Meine Güte. So klappt das. Jetzt brauchen wir... Ah, da steht noch ein Käfig hier in der Seite. Okay, das wäre erledigt. Dann haben wir jetzt hier noch was zu machen. Aufseherin Heulung getötet. Ah, die ist oben. Die sind da oben. Diese Spezialtypen. Die stehen hier irgendwo rum. Genau, da hinten ist einer. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mit allzu viel anderen Monstern rechnen muss. Okay. Down. Dann haben wir da oben noch einen. Das war das falsche Fettnäpfchen, Fremdling. Ach, das ist das Pferd. Der hat mich damals mit meinem Parler auch einmal gekillt. Da hatte ich auch so einen Kampf wie jetzt mit allen möglichen Leuten. Nur, dass mein Parler das irgendwie nicht so wirklich überlebt hat. Oh mein Gott! Okay, das war auch ein Grund, diese Betäubung. Jetzt muss ich hier natürlich ein paar Dev-CDs reinklatschen. Jetzt habe ich auch ein Problem. Ah, damit dieses klappt das ganz gut. Kann ich nicht angreifen. Oh, der Demon Hunter ist echt super. Kann ich mich echt nicht beschweren. Auf unbefugtes Betreten steht der Tod! Kann ich dir auch nicht helfen? Wenn ihr so merkwürdige Regeln habt. Wenn jemand Unbefugtes euer Territorium betritt, müsst ihr sterben. Ich weiß ja nicht, warum habt ihr den Job dann angenommen? Ebenfalls erledigt. Und dann jumpen wir einfach hier runter und gehen wieder zu unserem Zelt zurück, wo wir die Quest abgeben können. Meine Klinge ist gewetzt. Der wäre erledigt. Was haben wir? Da haben wir noch zwei Leute, die Quests hatten. Befehle? Augen immer am Horizont. Okay, dann sind wir hier scheinbar auch wieder fertig. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir doch den Ruhestein, gehen zum Schrottomat, hauen uns noch unsere alten Rüstungsteile weg.
Und dann beenden wir den Part. Raumschware gibt's hier nicht. Jetzt verkaufe ich bei dem gerade mal gleich die alten Sachen, die man eh nicht mehr verwerten darf. Wie beispielsweise der Legionring hier. Dann hatten wir noch irgendwo diese 154er Item. Was auch total Mist war. Ich weiß nicht, die anderen könnten alle schon gehen. Allzeit gute Reise. Könnte man ja kurz probieren. Wenn wir denn schon hier sind. So. Schrottomat. Klatschen wir mal den ganzen überschüssigen Scheiß rein hier. Oh, warte, der Ring wird 227. Den will ich nicht verkaufen, der ist besser als meiner. Verschrotte ich lieber den hier dann. Und rein in das Ding. Sehr schön. Dann könnte ich noch den Schrott oben verkaufen und dann... sind wir eigentlich soweit fertig, dass wir beim nächsten Mal direkt weitermachen können. Hier gibt's das Beste vom Besten aus ganz cool Tiras. Gut, dann verkaufe ich dir jetzt meinen Schrott, den ich in Kul Tiras gesammelt habe. Vielleicht kannst du das ja dann auch gebrauchen. So. Ihr seid mein liebster Kunde. Dann hocke ich mich jetzt mal dahin. Genehmige mir hier Käse, Brot und eine leere Tasse von irgendeinem Getränk, das eventuell da sein könnte. Und dann würde ich sagen, haben wir wieder ein bisschen was in Tiragades und geklärt und das nächste Mal machen wir dann die Kapitel weiter, eben im oberen Teil, wo ich eigentlich schon das letzte Mal gesagt habe, dass wir das machen. Aber wie gesagt, das waren ja noch einige Quests jetzt nachzuholen. Deswegen machen wir das einfach das nächste Mal und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß, ciao und bis zum nächsten Mal.